Die Dämmung der Kelleraußenwände und die Dämmstärke im Übergangsbereich massiv, erdreich, etc., etc., ist das, was mit den Comboboxen Dämmung der Kelleraußenwände, bei der entweder komplett oder ohne eingestellt werden kann, und bei der hier definierbaren Dämmstärke, die von 60 bis 240 geht, das, was eben hier vereinbart werden kann. Bitte Achtung, im Tooltip bei der Dämmstärke, bei der, bitte Achtung, auch kein ohne möglich ist, steht, die eingestellte Dämmstärke wird für die Kelleraußendämmung, die Stirnseitendämmung der Bodenplatte und die Dämmung der nicht unterkellerten Auskragungen im Erdgeschoss, wenn im Register Decke die Ausführung Perimeterdämmung gewählt ist, verwendet. Heißt also, diese hier eingestellte Dämmstärke ist die, die auf die geplanten Kelleraußenwände draufgerechnet wird. Heißt also, wenn wir uns das in der Planung angucken, zum Beispiel hier bei unserem Plan EFH 101 aus den 200 Plänen, dann haben wir hier aktueller Stand geplant in 24er Keller und diese Dämmstärke würde von 10 cm auf diese 24er geplante Wand außen drauf gerechnet werden. Achtung, ja, die Erdarbeiten, Bodenplattenüberstände und so weiter und so fort berücksichtigen das alles. Das wird alles automatisch nach außen gerechnet. Gleichzeitig haben Sie bitte im Hinterkopf, diese Dämmung der Kelleraußenwände wird gerechnet auf Massivwandstärken. Heißt also auf 17,5, 24, 25, 30 oder 36,5. Alle anderen Wandstärken, siehe Video, Branchenmodell, Holzbau, wie funktioniert die Wandberechnung, sind Holzständerstärken. Diese können als Außenwände natürlich ebenfalls im Keller vorhanden sein, würden dann aber natürlich einen klassischen Holzständeraufbau kriegen mit Fassade und so weiter und so fort. Setzt also freistehend zumindest in diesen Bereichen voraus und würden natürlich auch keine Dämmung entsprechend hier kriegen. Die Vorgehensweise kann sicherlich umgestellt werden, wenn Sie das Ganze mit der Dämmung entsprechend planen wollen, aber Branchenmodell, Standard, Mainstream bedeutet, Kellerwände werden in der nicht gedämmten Ausführung geplant. Die Dämmung wird hier dazugeschaltet und wie gesagt, diese Dämmung gilt sowohl für die Kelleraußenwände als auch für die Stirnseiten als auch für die Deckenuntersichten. Also geplante Variante der Massivwände im Branchenmodell Holz im Keller über die Wandstärkenerkennung 17,5, 24, 25, 30, 36, 5. Die Dämmung wird entsprechend obendrauf gerechnet. Die Dämmung, wenn ich sage, der Keller wird komplett gedämmt, wird natürlich voll gerechnet. Das heißt also, es wird auch die Stirnseite der Bodenplatte entsprechend gedämmt und der Bodenplattenüberstand, welcher als Festwert im Branchenmodell hinterlegt ist, im Bereich Bodenplattenüberstand Kari, sind das im Standard 10 cm, wird natürlich auch gedämmt gerechnet. Das heißt also, es wird Anführungszeichen alles komplett eingepackt. Die Berechnung der Stirnseitendämmung bei Häusern auf Bodenplatte ist soweit klar. Das heißt also, es wird dann letztendlich überall dort, wo ich freistehende Wände habe, das heißt nicht bei Gebäudetrennwänden, entsprechend gesagt, okay, umlaufend in einer Höhe, die im Leistungstext steht mit 80 cm, wird die Stirnseite in der hier eingestellten Dämmung entsprechend berechnet. Achtung, es gibt die Konstellation, dass ich eine derartige Stirnseitendämmung bei Bodenplatten auch dann habe, wenn ich ein unterkellertes Haus habe. Das ist im ersten Moment so, dass die meisten sagen, hä, wie geht das? Und zwar ist es an den Konstellationen möglich, wenn ich eben wirklich eine Planung habe, bei der ich eine Anführungszeichen krasse Hanglage hätte. Das heißt also zum Beispiel eben, wenn das Haus hier an der linken Seite, dass der Keller des Hauses komplett freistehend wäre, diese Wand hier vorne eben dann im Keller keine Massivwand wäre, Sie denken bitte an die Wandstärken, sondern eine Holzständerwand, dann hätten wir eben hier unter den Holzständerwänden im Keller das gleiche Thema Stirnseitendämmung an der Frostschürze wie sonst bei nicht unterkellerten Häusern. Und deswegen wird eben diese Stirnseitendämmung eben hier in der eingestellten Dämmstärke auch berechnet
Unterholzständerwänden im Keller, sonst klassischer Fall logischerweise bei nicht unterkellerten Wänden entsprechend komplett unterhalb der Wände entsprechend im Erdgeschoss. Außerdem wird gesteuert mit dieser Dämmstärke hier die Dämmung von freien Deckenuntersichten im Erdgeschoss, wenn dort Perimeterdämmung eingestellt ist. Bleiben wir dafür bei unserem EFH 101. Wir sehen, wir haben hier einen Anbau, der eben nicht unterkellert ist. Würde bedeuten, wenn so gebaut wie jetzt hier, Keller steht komplett im Erdreich, dann hätten wir eben hier bei dieser freien Deckenuntersicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben genau diese Konstellation, dass wir sagen, okay, und hier kommt jetzt eine Perimeterdämmung hin, die entsprechend eben in dieser Dämmstärke, die eingestellt ist für Stirnseitendämmung, für Kellerdämmung, ausgeführt wird. Gesteuert wird das Ganze, Anführungszeichen, über die Fassadensteuerung, bei der eben die Fassade der freien Deckenuntersichten, Achtung, gibt es nochmal ein spezielles Video, im Erdgeschoss im Branchenmodell Holzbau logischerweise voreingestellt ist auf Perimeterdämmung. Und wenn eben hier Perimeterdämmung eingestellt ist, dann wird diese in der hier für die Dämmstärke definierten 100 mm Stärke ausgeführt. Wäre dort nicht Perimeterdämmung eingestellt, sondern eine Fassade, dann wäre es so, wir bleiben bei unserem Beispiel, der Keller wäre an dieser Stelle komplett freistehend. Hier vorne wäre wahrscheinlich eine Holzständerwand. Hier unten würde dann die Stirnseitendämmung der Bodenplatte gerechnet werden. Und dieses auskragende Stück, was komplett über freiem Keller liegt, ne, würde wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise anstatt einer Perimeterdämmung eine Fassade an der Deckenuntersicht kriegen, ne, weil ich das Ganze ja entsprechend von unten sehe. Das heißt also, dass entsprechend die Steuerung zum Thema, wie funktioniert die Berechnung der Dämmung an den Außenwänden, an den Stirnseiten bei Bodenplatte oder unter entsprechenden Holzwänden im Keller und bei Deckenuntersichten im EG, wenn diese eine Perimeterdämmung erhalten.